So, wir sitzen heute hier in einem ganz futuristischen Auto. Wir haben nämlich eine ganz neue Softwareversion hier drauf. Und zwar die 2020-61641AFAC. Und das bedeutet, wir sind im Jahr 2020 und da kann der Tesla vollautonom fahren. Ich führe euch das jetzt hier mal vor. Navigiere nach Hause. So, das Auto hat die Route und fährt mich jetzt hier selbstständig aus dem Parkhaus. Ausparken aus einer Parklücke. Jo gut, wir waren jetzt keine Parklücke. Aber erste Hindernis, er muss mich hier aus dem Parkhaus rausfahren. Das funktioniert ganz gut. Parkhaus hat sehr viel Platz. Das kann er. Und ich kann mich hier eigentlich entspannt zurücklehnen. Nein, im Jahr 2020 ist es noch nicht so weit, dass ich hier das Auto allein fahren lassen kann. Ich muss es noch ein bisschen beaufsichtigen, vor allem, wenn es hier so in engen Gassen rumfährt, sagen wir mal so. Die Strecke ist natürlich abgestimmt mit dem Verkehrsaufkommen. Wir fahren über die Autobahn. Müssen aber auch ganz genau durchquer durch die Stadt fahren. Das ist auch. Und hier Fußgänger müssen auch beachtet werden. Deshalb fährt das Auto hier verhältnismäßig langsam. Es könnte auch, falls die Fußgänger in die andere Richtung laufen, also das Auto nicht sehen, selbstständig einen Fußgängerwarnton abgeben, sodass die Fußgänger gewarnt werden. Es ist auch so, viele Fußgänger, vor allem Kinder und auch ältere Mitbewohner oder in irgendeiner Form beeinträchtigte Mitmenschen, können alternativ so einen Autowarnsender bei sich haben. Der wird vermutlich 2021, 2022 auch Vorschrift werden, damit die Autos den Fußgänger erkennen und entsprechend darauf reagieren. Also hier in der Gegend sind sämtliche Ampeln inzwischen ausgerüstet. Stuttgart ist hier wieder mal Vorreiter, nachdem Daimler-Benz 2019 auf der IAA abgekündigt hat, keine Diesel mehr herzustellen, und zwar sofort, und die IQ-Palette ausgerollt wurde, mussten die anderen Hersteller alle nachziehen und die Infrastruktur auch aufgebaut werden, sodass das autonome Fahren hier funktioniert. Und eine Ur-Ur-Urenkelin von Bertha Benz ist dann hinten auf dem hinteren Sitz im Fond zum allerersten Mal mit einem vollautonomen IQ quer durch das Ländle gefahren. Ja. Mittendrin musste sie mal kurz anhalten, um ein Update runterzuladen, und musste dort an einen WLAN-Port in einem Café einkehren. Das war aber nur ein Gag am Rande. So, wir sind hier im Außenbereich jetzt hier von der Firma. Da vorne sehen wir den futuristischen E-Bus aus Esslingen. Dem folgen wir nicht. Der ist hier im Innenstadtbereich Vorschrift inzwischen. Und wir sehen überall hier bei uns nur noch E-Autos am Fahren. Die E-Golfs haben sich total durchgesetzt noch. Es gab noch mal ein Update vom E-Golf mit dem Kreiselakku, sodass der E-Golf dann in der alten Version tatsächlich jetzt 500 Kilometer fahren kann. Und das hat nochmal der Firma VW auch einen Wahnsinn Aufruhr gesehen. Wir sehen hier nur noch VWs hier, obwohl wir hier ja eigentlich im Schwabenland in Stuttgart unterwegs sind. Ihr seht, das Auto fährt selbst hier auf diesen provisorischen Spuren vollständig selbstständig, hält jetzt hier auch an. Ja, auch PSA-Konzern ist jetzt hier stärker vertreten. Die haben auch ihre ganzen alten Autos nochmal umgerüstet in einer Hauruck-Aktion, nachdem ja hier in der Stuttgarter Umweltzone keine Verbrenner jeglicher Art mehr zugelassen waren. Ab Anfang 2020, wir sind ja jetzt Mitte 2020, Sommer. Ich muss hier eigentlich überhaupt nichts machen. Ich kann mich hier zurücklehnen. Das Auto fährt jetzt hier entsprechend vorsichtig, weil hier bei solchen
Baustellensituationen ist Vorschrift jetzt bei Tesla sehr vorsichtig zu fahren, weil leider die Teslas immer wieder das Problem hatten, irgendwo gegenzufahren mit ihrem alten Autopiloten. Inzwischen ist ja hier die Autopilot 3 Hardware verbaut, 3.5 genauer gesagt. Und hier, wir sehen es immer noch, manchmal Fehlermeldungen bei Tesla, ist ein bisschen schade. Sie haben auch die alten nostalgischen Geräusche noch drin von dem allerersten Autopiloten. Ja, da vorne sehen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel für eine rote Ampel. Das ist jetzt für diese Fahrzeuge hier überhaupt kein Problem. Oh, ich habe, glaube ich, den Aggressivmodus noch eingeschaltet, sodass er jetzt hier, wenn es zweispurig ist, immer die Leute überholen will. Das ist natürlich nicht schön. Und da auch die Cabrios hier von BMW und Co. Muss man sich geschlagen geben scheinbar. Ja, alte Verbrennermotorräder. Das ist eigentlich verboten, hier rumzufahren in der Umweltzone mit Verbrennermotorrädern. Und dann auch noch so ohne Cruise Control. Also da drüben sehen wir zum Beispiel die Staukolonne. Das ist abgestimmt, dass jetzt hier um die Zeit 16 Uhr eine Staukolonne runterfährt nach Esslingen. Die Leute, die immer noch den Nahverkehr verweigern mit unseren neuen E-Bussen, die müssen halt in dieser Staukolonne stehen hier und da sich runterquälen. Immerhin können die auch Zeitung lesen. Auch diese Autos fahren ja vollautonom im Stau. Ja, das soll jetzt auch irgendwann aufhören. Das hat einfach gar keinen Sinn mehr. Ich schalte jetzt hier mal das System ein bisschen runter. Seht ihr jetzt nicht, dass es nicht ganz so aggressiv fährt. Seht aber hier, hat keinerlei Probleme jetzt hier hinter den Autos da anzuhalten. Die Ampeln senden eindeutig das Signal. Ich kann mir das hier auch einblenden, dass er jetzt noch ungefähr eine halbe Minute rot ist und dann auf grün wechselt. Wenn ich das will, ist mir ja vollkommen wurscht. Weil ich ja hier eigentlich nebenher Zeitung lese, dann normalerweise ein Buch lese, E-Mails mache oder sowas und das mich eigentlich gar nicht interessiert. Ja, warum fährt man überhaupt noch Auto, haben sich viele gefragt. So, man kann das auch mit dem öffentlichen Nahverkehr natürlich machen, ist ganz klar. Aber bei dem ist der Blinker kaputt. Da sollte eigentlich eine Warnung kommen für den Hersteller, dass er da zur Wartung muss. Und dass dann schon bestellt wird, das Ersatzteil, damit, wenn er kommt, es gleich ausgetauscht werden kann. Das haben jetzt auch alle Autos drin. So. Und auch on demand, das ist, die kommen dann zu einem nach Hause oder an den Parkplatz da in der Firma, das ist noch besser, und tauschen dann da direkt die Teile aus am Platz. Ich weiß nicht, warum hier der Tesla zwischendrin immer noch seinen seltsamen Piepton hier von sich gibt. Muss er eigentlich gar nicht. Diese Anzeige ist eher so eine Nostalgie-Anzeige noch. Die ist noch übergeblieben. Einer der letzten Gags von Elon Musk, bis er ja dann mit seinem SpaceX da zum Mars geflogen ist. Er ist ja jetzt schon seit einem halben Jahr unterwegs zum Mars. Wir hätten es ja nie geglaubt, dass er mit der ersten SpaceX-Rakete zum Mars wirklich mit dabei ist. Mit 20 weiteren Siedlern. Es sollen ja noch 2 weitere Raumschiffe des Jahres starten. Das aber nur am Rande. Und da dann ins Ungewisse, ne? Eine Richtung flogen sie nur und sie haben ja schon mehrere Missionen hingeschickt, unbemannte, mit Material. Dort soll ja dann alles aufgebaut werden, Sauerstoff und so weiter erzeugt werden und ein ganzes Ökosystem auf dem Mars aufgebaut werden. Ja, Elon Musk hat sich da verabschiedet und seitdem ging es dann mit Tesla auch abwärts, ziemlich schnell sogar. Und es war schon letztes Jahr 2019, Wechsel 2020, da war dann die große Wende. Und die etablierten Hersteller waren wieder da und deshalb sieht man hier auch überall eigentlich die alten Autos in Anführungszeichen noch rumfahren. Man hat es irgendwann auch aufgegeben, die Autos neu zu designen. Man hat dann wirklich die alten Designs wieder rausgenommen, die sich ja bewährt haben, und hat die dann hier einfach nur elektrifiziert. Ja, wir sehen jetzt hier schön, dass er hier doch eigentlich auch vorsichtig fährt an so einen Kolonnen vorbei, falls da doch noch ein Fahrzeug wechseln will. Es gibt ja durchaus noch Fahrzeuge, die nicht miteinander vernetzt sind. Ist immer noch so die Gefahr jetzt hier. Es gibt ja weiterhin Verweigerer in dem ganzen System. Die werden jetzt langsam auf die Landstraßen verbannt. Da will man sie auch nicht richtig haben. Auf irgendwelche Nebenstrecken will man sie verbannen, da wo die
nicht autonomen Fahrzeuge dann langfahren dürfen. Autobahnen sind teilweise schon gesperrt für nicht autonome Fahrzeuge. Wir fahren jetzt hier auf die Autobahn, auf unsere vielbefahrene A8. Was natürlich das Problem ist, dadurch, dass jetzt die Autos autonom fahren, will keiner mehr Bahn fahren. Das ganze Bahnprojekt ist jetzt hier am Hängen und wir sehen jetzt, hier kommen jetzt gleich an den Ruinen des Bahnprojekts Stuttgart 21 und auch der Strecke hier, der Neubaustrecke damals von Stuttgart nach Ulm vorbei. Und da ist einfach, was man hier sagt, Klimaanlage kann ich noch selber bedienen. Ich darf nur die Klimaanlage, darf ich bedienen und das Entertainment, das darf ich noch bedienen. Ansonsten macht mir hier das Auto, in dem Fall hier der alte Tesla, als Model X ist das hier noch. Es gibt es schon kaum noch. Es gibt ja nur noch dieses Model S und das nächste Model Y, das Model Y gibt es ja nur noch, das Model 3, das Model 4, das Model 5. Die haben ja dann irgendwann einfach hochgezählt, die nächsten Modelle. 3.5 gab es auch mal, ja. Das war die Version dann hinten, wo sie den Kofferraum geändert hatten und der dann wieder ganz normaler Schrägheck-Kofferraum war. Das war ja der Fake da mit dem 3.0er, 3er, also das war ja nichts. Und danach dann der Minivan da, das Model Y. Und dann ja die Kombis, ne? Das Model 4 war ja dann der Kombi und USA, Trumpland damals noch, wurde dann überrannt mit den Kombis und jetzt fährt in USA jeder Kombi. Ey, hast du nicht gesehen da das Schild? Ja, ich kann mit dem Auto auch reden. Pegasus merkt das jetzt hier. Heißt immer noch Pegasus. Fährt ja falsch hier. Ist ja breiter als 2,20 Meter. Da darf er da ja gar nicht fahren. Hier seht ihr jetzt die Bauruine von der Bahnlinie. Die ist dann einfach so gelassen worden, jetzt seit 2-3 Jahren. Alles verrostet hier und verrottet hier. Es ist echt schlimm. Es ist jetzt das Stück Autobahn, ist echt noch schlimm hier um Stuttgart rum. Und das wird man nicht abbauen. Es weigern sich, die Bahn weigert sich, das Land weigert sich. Und die autonomen Fahrzeuge fahren ja da dran vorbei. Das ist jetzt wurscht. Und ihr seht auch hier, mit was für einer Geschwindigkeit wir hier vorbeifahren. Stau gibt es nicht mehr, wir fahren alle schnell im Stau. Also mit geringem Abstand eigentlich hintereinander her, das machen die Fahrzeuge. Und ich kann es schon gar nicht mehr beschreiben hier. Selbstständiges, smoothes Überholen hier von den LKWs. Ja, also wenn die ihre Autos frisieren, dass die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Man kann ja nicht mehr die Geschwindigkeit überschreiten, das ist ja auch nicht mehr drin. Wenn da oben das Schild kommt, ihr seht es da, dann wird das hier komplett, tutti completi, adaptiert. Hier, ich meine, ist auch schon ein bisschen frisiert, der macht das auch schon ein paar Minuten vorher, ein paar Sekunden vorher. Und das ist echt, da gibt es welche, die haben da so ein geheimes Software-Update am Laufen und dann machen die da immer plus 10, das ist nicht erlaubt. Also man hat mal früher so diese Toleranz gehabt und das hat praktisch die Regierung nicht umgesetzt bisher, dass man da sagt, okay, diese Toleranz von plus minus 10, plus 10 ja mehr, dass die aufgehoben wird. Da ist schon das Bundesverfassungsgericht dran, dass das verfassungswidrig ist. Das muss jetzt haargenau stimmen, 1% höchstens will man das reduzieren. Das ist halt noch nicht. Ja, ich finde das hier super. Wir fahren hier super im Stau. Es hat natürlich wesentlich mehr Autos jetzt. Die ganzen Bahnlinien sind ja zusammengebrochen hier. Busse sowieso. Ja, nee, Busse gibt es noch. Flixbus hat ja alles auf elektrisch umgestellt. Und die Bahn hat dann auch plötzlich Busse eingesetzt. Und die ganzen Bahnlinien sind abgebrannt. Es wird gar nicht mehr benutzt. Man macht noch den Schutt ein bisschen weg hier. Aber das gibt es alles nicht mehr. Individualverkehr pur. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so die Lösung ist. Aber so sieht es leider aus und wir fahren jetzt einfach hier nur noch mit Einzelautos rum. Naja, mir gehört das Auto ja nicht mal hier, das ist ein Sharing-Auto. Wer hat schon eigene Autos noch? Man bucht sich so ein Auto rein und dann fährst du da so. Hier, der ist eindeutig frisiert da drüben, dieser Getränkelaster. Die haben da den nur umgebaut auf elektrisch und dann haben sie so ein plus 10, plus 15% Modul eingebaut, um die Geschwindigkeitsbeschränkung dazu umgehen.
Meiner hier muss jetzt sogar, weil ich im Defensivmodus gerade fahre, fährt er jetzt sogar hier, obwohl mein Rechtsüberholmodul ist noch an. Ah, fährt jetzt auf jeden Fall auf die rechte Spur zurück. Ja, das sind so ein bisschen, ist ganz anderes Art von Rauditum ist da entstanden. Das ist alles nur noch auf Software-Hacking ausgelegt. Das ist schon interessant. Fahren wir schnell in der Zukunft? Nein. Tja, wir haben immer gedacht, die Autos rasen dahin mit 150. Nee. Wir haben gemerkt, dass die Systeme unter 100 eigentlich viel zuverlässiger fahren und deshalb lassen alle ihre Autos nur noch maximal 100 fahren. Wir haben also kaum mal so eine Stelle, die ist jetzt nur hier vorne, wo mal die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben ist. Ja, ab hier jetzt mal, komischerweise. Letztes Stück Freiheit sozusagen. Und da kann ich jetzt hier auch in einen Special-Modus fahren. Den habe ich jetzt eingeschaltet. Aggressiv-Modus auch bei mir. Und dann fährt das Auto jetzt mal einfach so ein bisschen raus. Fährt mal so ein bisschen aus sich heraus. Ja, aber ihr seht, das machen die anderen auch. Das bringt überhaupt nichts. Und schon stehen wir wieder da drin und fahren wieder das Vorgeschriebene. Ja, das ist so die letzte Strecke, die haben sie vergessen umzustellen, sage ich immer. Vorne hört das auch gleich wieder auf an der nächsten Stück der Ruine, der Baustellenruine. Da muss ich jetzt auch wieder abschalten hier. Nicht, dass da eine Kontrolle ist. Ich weiß natürlich, wo die Kontrollen sind und deshalb kann ich das auch so ein bisschen hier euch vorführen. Aber guckt doch mal an, wie smooth der jetzt hier überholt, ne? Ich lasse es jetzt noch mal einen Moment an. Der schneidet ja fast so die Autos so ran. Es ist schon cool gemacht. Also das Update jetzt hier, das neueste Update, das 2020 Update hier, das ist echt super. Also tja, nach dem Weggang vom Elon Musk hat sich dann auch J.B. Straubel ja weiter hier eingebracht und der hat dann echt mal seine alten Ideen rausgekramt und die Softwareentwickler noch mal zurückgeholt und dann die Fusion ja dann damals wieder mit Mobileye, das war natürlich der richtige Weg. Und Mobileye ist ja übernommen worden von Nvidia und dann lief ja plötzlich alles zusammen. Und dann ist ja diese geheime Schmiede da rausgekommen, die diese ganzen Videospiele auch programmiert haben. Die haben ja dann, sind ja da eingestiegen und haben diese ganzen virtuellen Welten hier für uns konstruiert, sodass die Autos eigentlich dann sozusagen gegen 100% sicher in ihrer eigenen digitalen Welt hier fahren können. Darauf basiert ja das gesamte System hier. Wir sind praktisch, unsere Welt ist digitalisiert. Man hat ja schon überlegt, ob man nicht lieber wir alle switchen in die digitale Welt und die reale Welt brennen wir ab. Das ist so, das sind so, einige Parteien fordern das jetzt. Wir sollen hier alles platt machen, uns nur noch in solche Schlafkojen legen und nur noch virtuell unterwegs sein. Und unsere Avatare laufen dann da miteinander rum. Das ist natürlich Quatsch, sowas. Also, hey, das ist für 2050 vielleicht aktuell, aber doch noch nicht 2020. Ja, wir haben weiterhin Autobahnabfahrten, das wundert man sich auch, ne? Haben wir weiterhin Autobahnabfahrten und Auffahrten, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Könnt ihr einfach immer so direkt da anhalten und so weiter. Nee, ist noch alles wie gehabt hier. Wir wollten viel mehr Autobahnen noch bauen. Hier war auch der Plan, ich habe ihn schon gesehen, hier mehrstöckige Autobahnen hier an der Stelle Stuttgart nach München zu machen, damit man noch mehr Autoverkehr hier durchschicken kann und vor allem wollte man unterirdisch die ganzen LKWs fahren lassen. War sowas von sauteuer, dass man das nicht gemacht hat. In USA gibt es das, da gibt es auch Boring Company, die haben das dann überall Tunnel unter der Erde gebohrt und da fahren jetzt die ganzen LKWs lang und die oben hat man alles begrünt inzwischen, hat man sich auch nie vorstellen können. New York ist auch autofrei im Grunde, ne? Nee, ist nicht autofrei, ist verbrennerfrei natürlich. Auto fahren da wie blöd weiterhin. Ja, da seht ihr die große Bauruine. Da vorne kann man es so ein bisschen erkennen. Das ist die Bauruine von unserer Schnellbahnstrecke. Sieht noch schön aus, aber wenn man sich es genauer anguckt, da sind die ganzen Paletten stehen da noch rum für die ganzen Tunnel und so, was man da bauen wollte. Das ist alles abgesagt und Ende der Fahnenstange, geht gar nichts mehr. Alles ist pleite hier und verrottet jetzt da. Das ist natürlich nicht schön. Wir wollten da schon so Wände aufbauen.
und so ein bisschen digitale Landschaft da simulieren. Das ist eigentlich auch ganz total in, dass man jetzt so da hinten das da, was ihr da seht, die Berge, das ist alles simuliert. Da ist eine große Leinwand. Also die ist sogar real. Wenn ich jetzt hier aussteige, sehe ich es immer noch. Wir hatten am Anfang das nur mit Augmented Reality mal so gemacht. Das war natürlich Quatsch. Sobald man ausstieg, war man ja wieder in der Wüste. Das ging ja nicht. Also hat man da hinten Leinwände aufgespannt und projiziert jetzt an die real dran. Das ist jetzt das Neueste. Riesen Projektionsflächen. Na, da kann da einer wieder nicht fahren, ey. Was ist denn da los da vorne? Irgendwie wieder ein nicht autonomes Fahrzeug unterwegs. Ich sag's euch. Schauen wir mal. Pegasus, fahr mal ein bisschen defensiver. Das nützt doch nichts, wenn du da nur auf die rechte Spur wechselst. Simulierter LKW jetzt hier oder was? Ja, diese alte Version von den Teslas hier, die ist natürlich nicht up to date, das muss ich natürlich sagen. Ne? Aber ihr seht jetzt hier, also wie smooth der jetzt hier überholt. Ich bin ja total begeistert. Könnte ich ja nicht besser machen von Hand. Super Sache. Alter Schwede. Bisschen knapp fährt er immer hier ran, muss ich ja echt sagen. Aber ja, ist effizient. Effizienz ist jetzt nicht mehr auf Verbrauch ausgelegt, sondern auf, weiß ich, knapper so an die Abstände. Seht ihr jetzt hier die Abstände davor? Ne? Wenn ihr das hier anguckt, da fahren ja ganz knapp hintereinander her die Kerle. Also es sieht jetzt so lahm hier aus, aber wir haben ja die 100er, was wir fahren wollen im Stau und das kriegen die auch. Und eigentlich super. Ich muss eh da hinten raus und hier seht ihr jetzt absolute Bauruine. Nichts mehr vorwärts gegangen, so ab Mitte 2018 hat man aufgehört. Ein paar vereinsamte LKWs von den Pleitefirmen suchen sich noch ein bisschen Material zusammen hier, schieben noch ein bisschen Erde hin und her, alles sinnlos. Das muss hier alles irgendwann ein Ende haben. Na, seht ihr hier mal, der fährt da ganz dicht auf und jetzt fährt er erst raus. Ja, also ist die Optimierung schon von dem ganzen Autopilot-Gehabe. Und das heißt jetzt nicht mehr Autopilot, das heißt inzwischen alles Robot Driving. Jetzt hat man sich geeinigt, dass damit man nicht meint, Autopilot hat sich irgendwie so angehört wie beim Flugzeug. Ist ja Quatsch, Flugzeuge fliegen ja nur geradeaus. Nee, das Robot Driving, das bedeutet jetzt hier, dass das wirklich das Auto also ständig guckt, was um einen rum ist. Und hier zum Beispiel, jetzt bin ich ja im Lässig-Modus. Haha, Lässig-Modus. Ich bin im Defensiv-Modus unterwegs. Und da sieht man nämlich, dass er da jetzt ständig eigentlich die Spur wechselt. Ich finde das ein bisschen bescheuert, immer da wieder nach rechts zu fahren bei jeder mickrigen Lücke. Aber ist halt so eingestellt. Wenn du Aggressivmodus hast, dann fährt er bloß noch da links da drüben. Es ist für die Leute, es gibt Leute, die fahren mit ihrem Auto und starren die ganze Zeit nach da vorne und sagen im Auto, was es machen soll. So wie früher, wo man noch das Lenkrad bedienen durfte. Ich sitze lieber hier drin, mache ein paar E-Mails und mal lese Zeitung oder ein Buch oder sowas. Ja, und jetzt da vorne muss ich eh raus. Mal gucken. Weil hier ist natürlich totale Vernetzung jetzt hier. Ich sehe natürlich jetzt hier direkt auf meinem Navi, wo ich hin muss. Navi sagt das dann dem Autopilot und der Autopilot blinkt. Der Robot Cruising Control heißt das offiziell, glaube ich. Ja. Steht da auch irgendwo, ne? Ja, super Sache. Hier kommt irgendwie der Punkt immer, wo er schon den Blinker abschaltet. Ich habe immer gesagt, ey Leute, müsst ein bisschen länger blinken. Muss ich nochmal einstellen als Bug. Ja, und die haben jetzt überall hier in den Straßen, man sieht es hier ganz deutlich, Fahrdrähte. Das ist hier die Spur da mittendrin vom Fahrdraht. Ist natürlich Quark an der Stelle, weil der ist breit genug, dass da zwei nebeneinander fahren können. Das wissen die Autos inzwischen, das lernen die dann. Und dann fahren die da auch ein bisschen neben dem Fahrdraht. Aber es ist auf jeden Fall eindeutig gekennzeichnet inzwischen. Sagen wir mal, bei 90% der Autobahnen, Straßen, wo jetzt hier eigentlich die Spur ist. Und die Autos wissen jederzeit um sich drumherum, was los ist. Sieht man jetzt hier schlecht in der Anzeige. Tesla hat das nicht mehr nachgeführt. Es wird auch hinter Kuppen gewarnt und alles Mögliche. Es passieren überhaupt keine Unfälle mehr. Das ist ganz komisch. Das ist schon wieder so, diese Motorräder, das ist noch so eine Lücke im System. Hier im flachen Land sind ja Motorräder weiterhin in. Und natürlich nur noch E-Motorräder, das ist klar. Auf der Schwäbischen Alb ist das ja auch schon Ende 2018 total verboten worden mit
Verbrennungsmotorrädern da rumzufahren. Die wurden ja sofort aus dem Verkehr gezogen, wenn man die dort getroffen hat. Ich bin immer noch im Defensivmodus, der fährt hier so lahm. Ja. Boah, schönes Wetter hier. Ja, seit wir jetzt hier auch keine Feinstaub mehr haben, hat sich das Wetter total geändert. Wir haben wieder den Sommer wie früher. Alle müssen an Rudi Carrell denken. Ne? So, wann wird es mal wieder richtig Sommer? So 70er Jahre, das ist jetzt wieder, Hammer wieder. 2020, das erste Mal wieder richtig Sommer, richtig Winter und nicht irgendwas dazwischen und so weiter und so fort und unverhoffte Platzregen oder gar Hagel und so ein Quatsch. Das Klima kommt wieder in Ordnung. Wir hätten es ja nie gedacht, dass das so schnell geht. War natürlich Vorreiter, war natürlich China. Die haben ja da kompletti, tutti, kompletti, haben die ja alles abgestellt und nur noch Solarenergie genutzt. Das war ja total konfus für uns. Und da musste man ja alle nachziehen. Ne? Na, hier im ländlichen Raum seht ihr noch. Das ist natürlich so die Schwierigkeit. Es gibt da verschiedene Umrüster für solche Traktoren und so, dass die komplett auf Elektro umgerüstet werden. Aber ihr hört nichts. Ja, es ist total, hier mein Tesla, der scheppert noch ein bisschen. Der hat noch den alten Motor drin. Drive Unit. Ja. Ja, jetzt ist hier Sondersituation. Guckt euch das an. Da, LKW. Und jetzt, was macht das Auto? Ne? Ihr seht schon, die anderen fahren drumherum. Es ist totale Vernetzung. Man weiß, da vorne kommt gerade keiner. Also können sie das machen. Ich muss ja jetzt hier sogar abbiegen. Das macht er auch, genau. Schleichstrecke, eigentlich gar nicht eingeplant. Habe ich jetzt schon hier auch gehackt. Das ist der Lehngärten-Hack, dass er hier durchs Wohngebiet, der Wohngebiet-Hack ist das. Fahr mich durchs Wohngebiet. Junge, fahr hoffentlich Schrittgeschwindigkeit, ne? Ja, das Coole an dem Model X ist natürlich weiterhin die Flügeltüren. Das hat man nicht mehr weitergebaut, das ist ja Quatsch gewesen. Nee, die neuesten Autos haben alle Schiebetüren. Vorne normale und hinten Schiebetüren. Das hat sich so total durchgesetzt, weil man eigentlich auch ganz knapp nebeneinander parken wollte. Und dann mussten die Leute besser ein- und aussteigen. Es gibt sogar Autos, die haben auch vorne Schiebetüren. Die schieben sich dann so nach vorne und die hinteren nach hinten. Und du kannst da dazwischen, zwischen den Autos ist so 50 cm. Und dann kannst du da lang. Ja, das ist eigentlich so die Geschichte. Na? Fußgänger muss ja immer vorsichtig sein. Ist er auch. Super. Wird immer gedetected. Wo guckt der Fußgänger eigentlich hin? Sieht er mich? Sieht er mich nicht? Und dann muss das Auto eigentlich ein entsprechendes Warnsignal geben. Da hat ja Daimler auch komplett vorgelegt. Das war ja dann, die haben ja das alles nur auf der Schublade gezogen, da diese Visualisierungskonzepte. Das ist dann alles als die Norm übernommen worden und sind jetzt total wieder drauf, die Daimler-Normen, sagt man schon. Also alles vorgeschrieben von Daimler, wie autonome Fahrzeuge eigentlich funktionieren sollen, wie die Sicherheitssysteme sind. Safety first. Da konnte Tesla da irgendwann nicht mehr mithalten und war dann so mittelprächtig unterwegs. Ich glaube, das nächste, was passiert, dass irgendjemand die aufkauft. Noch ist alles unabhängig. Aber wie gesagt, Elon Musk ist auf dem Weg zum Mars und J.B. Straubel ist jetzt hier der große Chef. Und Franz natürlich. Franz, der Designer von Tesla, war ja schon immer, glaube ich, dabei. Ne? Weiß ich gar nicht mehr. So, ich komme hier in meine alte Wohngegend. Kennt er vielleicht noch? Und jetzt muss ich mal gucken, da steht ein Auto rum, ob ich da einparken kann. Schafft er das? Ich habe nämlich noch nicht digitalisiert. Da muss er jetzt, es ist aber angelernt, glaube ich. Von daher wird er wahrscheinlich das auch schaffen, da hinzuparken. Ja, macht er ganz gut. Piepst zwar noch, aber kann er. Ja, super. Ja, sage ich mal, Dankeschön fürs Mitfahren im vollautonomen Tesla. Im Jahr 2020 von meiner Arbeit zurück nach Hause. Ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt noch in die Arbeit fahre. Müsste eigentlich Telearbeit jetzt mal beantragen. Und tschüss.